So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Phantasia Studio Tutorial. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man dieses Stück Wand in True Metallic Metal bemalt. Ein relativ schnelles True Metallic Metal. Ich habe das zuerst jetzt erstmal Leadbelcher GW grundiert und habe mit AK Anthrazit Gray schon mal ein Layer lasiert. Im Prinzip, was wir jetzt machen werden, ist, ich werde euch begleiten, oder besser gesagt, ihr begleitet mich, während ich hier die Schatten reinmale und nachher dann die Highlights reinziehe, werden halt je weiter nach unten man an diesem Objekt kommt, desto dunkler werden die Schatten und je weiter oben man ist, desto heller werden die Schatten. Was ich jetzt mache, ist, ich tue ein bisschen was von dem Anthrazit Gray auf meine Palette, verdünne das recht stark. Man möchte halt nach Möglichkeit einen sanften Verlauf hinkriegen, das ist bei Metallfarben ganz wichtig. Allerdings wenn wir hierbei jetzt auch nicht zu viel Aufwand betreiben, denn ich hatte ja gerade gesagt, es wird so eher so ein schnelles True Metallic Metal. Wenn die Verläufe nicht so ganz sauber sind, dann sieht das Metall immer so ein bisschen benutzter aus, ein bisschen älter. Ja, wenn man diesen Effekt haben möchte, dann ist das eine wunderbare Technik dafür. Ihr seht, ich male immer mit meinem Pinsel in Richtung des Schattens, also nach unten hin. Einfach weil ihr ja die Pigmente vor euch herschiebt mit dem Pinsel, mit der Pinselbewegung. Und wenn ich das umgekehrt machen würde, dann würden sich die meisten Pigmente halt irgendwo in der Mitte von diesem Panel befinden. Und das wollen wir natürlich nicht. So, warum habe ich jetzt dieses Anthrazitgrau benutzt? Weil ich finde immer bei Silber kann man ganz gut so ein Blau in die Schatten geben. Das macht das Ganze so ein bisschen interessanter, ein bisschen lebendiger. Natürlich, es kommt halt auf die Art von Metall drauf an, die ihr machen möchtet. Wenn ihr jetzt ganz genau darauf achten möchtet, könnt ihr auch die Umgebungsfarben benutzen, um die Schatten einzutönen. Also sagen wir jetzt mal, diese Wand, an dieser Wand wäre ein Boden, der irgendwo rot ist oder braun oder sowas. Dann würdet ihr diese Farbe da in die Schatten lasieren, anstatt das Blau. Das dient halt dazu, das Objekt so ein bisschen in seine Umgebung zu platzieren und dass das Ganze ein homogenes Bild ergibt. So, ihr seht, es ist immer so eine leichte Schwierigkeit auf Metallfarben. Ich hoffe, ihr seht es. Da die so glatt sind in den meisten Fällen, zieht sich sehr verdünnte Farbe da so ein bisschen drauf zusammen. Da finde ich, ist die einzige Möglichkeit halt, wenn ihr meint, ihr seid fertig, immer mit dem Pinsel nochmal reinzugehen mit einem relativ trockenen Pinsel. Und die Farbe so ein bisschen zu federn oder ja, zu. Ja, federn ist eigentlich das richtige Begriff dafür. Bei Schwarz müsst ihr mal vorsichtig sein, da. Also wenig hilft viel, sage ich jetzt mal. Wenn ihr da so eine kleine Pinselspitze Schwarz mit reinnehmt, dann reicht das schon. Da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein. So. Und wenn natürlich, wenn ihr jetzt wirklich immer das schönste, reinste Metall haben wollt, dann müsstet ihr hier ganz viele Farbabstufungen machen, mit denen ihr diese Schritte vollführt und müsstet sehr darauf achten, dass es da keine groben Übergänge gibt. Aber ich finde auch dieser grobe Effekt ist schon ziemlich cool, gerade was irgendwie so Kriegsmaschinen angeht, weil die werden halt benutzt. Und sind meistens, naja, sie sind nur einmal fabriksneu. Fabrikneu. Deswegen finde ich diesen Effekt für die meisten Fälle immer ziemlich cool. So, was ich jetzt auch noch mache, ist so ein bisschen
Blacklining. Ich versuche die Vertiefung nachzumalen. Einfach weil Metallfarben von den Kontrasten leben. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und hier gilt halt, je sauberer ihr seid, desto besser sieht es aus. So, diese Nieten, die kann man auch immer schön einmal komplett in diesem dunklen Ton bemalen. Einfach weil es simpler ist, als um die Niete drumherum zu malen. Denn die Niete wird wahrscheinlich mit eurer hellsten Farbe sowieso nochmal hervorgehoben. Deswegen muss man da nicht auf Genauigkeit achten. Was euch wiederum Zeit spart. Und ihr seht, ich gehe da immer mal mit meinem Finger nochmal drüber, wenn ich irgendwo sehe, dass eine Kante zu breit war oder dass ich nicht genau gemalt habe. Ist halt auch ein Vorteil davon, wenn man es schnell machen will, hat man viele Entschuldigungen, um ein bisschen flusig zu sein, ein bisschen ungenau zu sein. Und wenn es ein bisschen schmutzig und dreckig aussehen soll, dann hilft das meistens sogar. Wie Bob Ross sagen würde, Happy Little Accidents. So, ihr seht, der Übergang hier von dem Anthrazitgrau mit Schwarz, der ist noch recht grob. Natürlich kann man da jetzt nochmal hingehen und die beiden Farben nochmal zusammenmixen und dann halt nochmal ein bisschen versuchen, den Mittelton dazwischen zu malen. Es kommt halt drauf an, was ihr mögt, womit ihr euch zufrieden gebt. Also dann würde ich noch einmal pures Schwarz nehmen und so wirklich die tiefsten Stellen noch mal so ein bisschen lasieren. Einfach damit man den größtmöglichen Kontrast hat zwischen hell und dunkel. So, ich drehe das jetzt auch nochmal auf den Rücken, damit man wirklich in den Vertiefungen von unten den dunkelsten Ton hat, schwarz nämlich. So, also ich würde es jetzt mit den Schatten erstmal so stehen lassen. Was wir jetzt machen ist, Highlights reinzumalen. Dazu würde ich erstmal ganz, ganz hauchdünn Aluminium, das ist eine Model Air Farbe, reinlasieren. Die ist schon recht dünn. Ich habe sie jetzt noch mal ein bisschen mehr verdünnt. Einfach damit die hellsten Flächen richtig schön so einen Glanz bekommen. Also wenn ihr Highlights malt, Bewegung zu den Highlights hin. Wenn ihr Schatten malt, Bewegung zu den Schatten hin. So, dann kann man auch beginnen mit Kantenakzenten. Das ist nämlich auch noch sehr wichtig bei Metallfarben, um die Flächen zu definieren. Dann kann man ab und zu mal ein paar Kratzer reinmachen. Meistens ist es auch dieser Schritt, wo ihr dann wirklich das Gefühl habt, dass das Ganze dann auch tatsächlich nach Metall aussieht. Und anders als bei nicht-metallischen Farben akzentuiere ich hier auch noch mehr, also noch auch die Kanten, die nach unten gerichtet sind. Und zumindest so ein bisschen diesen Effekt von dem springenden Licht zu haben, das sich von den ganzen Oberflächen halt reflektiert. Und Metall ist halt so ein super reflektierendes Material, was halt einfach auch das springende Licht sozusagen an den unteren Kanten aufnehmen würde. Und ja, deswegen mache ich das.
Dann kann man noch mal ein paar Kratzer reinmachen. Und es ist im Prinzip so ähnlich wie die Weathering-Technik. Auf normalen Farben, man macht erst mit der Highlight-Farbe so einen Strich und dann malt man hier in den Strich mit einem relativ dunklen Ton nochmal Vertiefung rein. Das simuliert die untere Kante der Beschädigung, auf der sich dann das Licht fängt. Und die Tiefe des Kratzers, Einschusslochs oder wie auch immer. Muss man nicht bei jedem Kratzer machen, aber immer so ab und zu. Und auch hier, je dünner ihr die Kratzer macht, desto besser sehen die aus. So. Was wir jetzt noch machen können, was ich nochmal schnell mache, ist so ein bisschen mehr Farbe reinbringen, so ein bisschen Rust Streaks. Das ist immer ganz nett. Dazu nehme ich halt einfach irgendwie so einen mittleren Braunton und gucke, dass ich halt so um die Nieten rum oder um Vertiefungen rum so ein bisschen dieses Braun reinlaufen lasse. Hierbei ist es immer wichtig, je weniger, desto besser. Je subtiler man mit dem Effekt ist, desto cooler sieht das dann am Ende aus. Und am besten wäre es natürlich noch, wenn ihr euch mal so richtige Maschinen anschaut, wo, an welchen Stellen sich warum Rost sammeln würde. Das ist immer ganz, ganz hilfreich. So, man kann hier auch gerne mal so ein bisschen flächendeckender, so ein bisschen braun reinlasieren, einfach um so Verfärbung darzustellen. So. Und wie ihr sehen könnt, das ist schon mal eine ziemlich coole Metallfläche. Ging recht schnell. Also man kann da sehr viel mehr Arbeit rein investieren. Aber ich meine, für das, was wir jetzt haben, würde ich sagen, das ist schon ein ziemlich cooles Ergebnis. Okay, dann bis zum nächsten Tutorial.